Und schon geht es weiter. Wir schaufeln uns unseren Keller gerade frei. Den Eingang dafür jedenfalls. Und ich hoffe, dass euch das nicht zu sehr annervt hier mit der Schaufelei. Mich nervt es gerade so ein bisschen. Aber da müssen wir durch. Ich weiß gar nicht, wo der ganze Zeug hierher kommt. Ey, ich schaufel und schaufel wie ein Doofen, was ist nichts, geht da weg. Muss einmal gucken. Nee, das dauert noch ein bisschen, da sind noch ein paar. Obwohl, normalerweise müsste ich schon auskommen. Ich müsste jetzt so in das Erdreich reinstoßen können. Wenn ich das so richtig sehe. Aber wer weiß halt, wie man das richtig sieht. Solange wir ein bisschen Leben dabei mitkriegen, ist das auch in Ordnung. Leben brauchen wir sowieso. Ah, die Stelle habe ich echt scheiße gewählt. Normalerweise hätte ich woanders hingehen müssen, wegen der Löcher in der Erde. Aber da habe ich nicht drüber nachgedacht und jetzt sind wir hier. Und ich dachte schon fast, der wollte mir die Schaufel vom Kopf hauen. So sah es jedenfalls gerade aus. Ist sie kaputt? Ja, ist kaputt. Ist sie mal wieder kaputt? Ja, und so viel, also ich wollte die Schaufeln sofort wieder neu machen, habe ich lieber nochmal repariert. Wir haben außerdem auch gar nicht mehr so viel von dem Eisen. Von dem Forged Eisen, damit wir neue machen können. Ich glaube, da waren nur 51 Stück und ich weiß noch nicht, wann ich hier die Forge aufstellen kann. Das wird wohl noch ein wenig dauern, denke ich. Gut, da komme ich jetzt nicht weiter. Muss mal gucken, wie viel das noch ist. Aber wir könnten jetzt hier mit der Schaufel hier in diese Richtung aufhören. Und uns bemühen, langsam aber sicher tiefer zu gehen. Das heißt, der hier bleibt stehen. Der nächste muss dann tiefer, denke ich. Ich wollte den Eingang gerne 3 breit machen, damit ich hier noch was hinstellen kann, wie zum Beispiel die Forge. Und ich denke mal, wenn ich das so gerne machen will, mache ich das auch. Bin mal gespannt, ob ich hier irgendwie was hinkriege, was so halbwegs nach einem schicken Eingang aussieht. Aber das ist noch gar nicht raus. Ist das erste Mal praktisch, dass ich mich hier an so eine Grube wage. Weil die Steine sehen ja jetzt auch noch immer ganz anders aus als vorher. Ich meine, halt, da. Die Abbauerei sieht ganz anders aus als vorher. Ist nicht mehr so einfach wie ganz am Anfang. Als man irgendwo ein Loch reingemacht hat, und das war genau quadratisch. Das ist jetzt hier ein bisschen komplizierter geworden. Aber das wisst ihr ja selber alle.
einmal von einer Seite gucken. Ja gut, vielleicht machen wir dann hier noch wieder weiter. Tief stechen, weit schmeißen. Also einfach ist das jetzt nicht hier. Ist das jetzt hier gerade schon wieder oder ist das noch schräg? Sieht mir gerade aus. Das heißt, da müsste ich dann wohl irgendwie den nächsten tiefer machen. Wollen wir den 45er? Ach, scheißegal. Ich repariere den nochmal. Ich glaube, ich sehe da unten schon Stein. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt hier gerade irgendwo ein Zombie war. Ach, guck mal, da hinten läuft er rum. Zwei. Drei. Ja, geh. Weiter. Schön gemacht. Hast du schön gemacht, Petra. Du läufst auch um dein Leben. Ich muss mir demnächst auch wieder neue Pfeile machen. Oder irgendwo eine Armbrust finden. Aber ich glaube, da geht Pfeile machen vor. Ist einfacher. Und hier darf ich nicht so weit rückwärts laufen. Cassius, ja. Weil sonst falle ich nämlich wieder in so ein Loch und mecker. Lass mal auf die Straße gehen. Ist immer noch am sichersten. Hier können sie nicht in so ein Erdloch treten, wenn man auf die gezielt hat. Guck mal, und da hinten kommen sie ja schon. Wir haben nur 135 Schuss. Das reicht ja wohl hoffentlich für die paar. Ja, doch nicht so. Also ich hätte ja lieber ein richtiges Gewehr, ist klar. Dann bräuchte ich mich von denen auch nicht so jagen zu lassen. So, sieht aus, als wenn alle drei jetzt tot wären. Der erste hat nichts. Na gut, drei Federn. Wieder nichts. Jetzt nochmal einen in die Brust schießen. Und ein bisschen was zu essen ist auch nicht schlecht. Na gut, dass wir den Überfall schon mal überlebt haben. Gestern sind wir bei so einem leichten Überfall gestorben. Einmal. Da dreht die sich weg in dem Moment, in dem ich schieße. Fallen wir bloß ins Wasser, siehst du? Das war gut. Aber da ist noch kein Wasser. Gut, das müssen wir irgendwann ändern, damit die auch tatsächlich ins Wasser fallen.
Du bist jetzt tot, oder? Ja. Ist da noch irgendwo einer? Ich höre den doch genau. Der schwebt da hinten im Wasser irgendwo rum. Guck mal, da vorne war das Flugzeug. Und gar nicht weit von uns entfernt ist der Airdrop. Macht gar keinen Lärm mehr, das Flugzeug. Kann das sein? Also ich habe es jedenfalls gerade nur gesehen und nicht gehört. Kann sein, dass wir deswegen die ganzen Flugzeuge, die Airdrop-Abwürfe überhört haben, weil das Flugzeug jetzt leise fliegt. Verdreck hier nicht mein Haustor. So, haben wir hier, sie jetzt alle. Ne, da kommt noch die Nachhut, ein Krabbler. Der krabbelt um die Wette da. Aber ich glaube, im Wasser reinschießen geht nicht. Und dann warten wir hier auf den Krabbler. Wir nageln ihn irgendwann am Boden fest. Oder spicken den mit Fallen so lange, bis der aussieht wie ein Igel. Hä? Wo ist er jetzt hin? So, haben wir sie jetzt alle. Was ist denn hier mit dem Wasser? Also das fließt da immer noch schön runter. Und ich weiß gar nicht, wie ich an das Loch hier komme. Ich hatte das irgendwann gesehen, aber wie das entstanden ist, weiß kein Mensch. So, dann wollen wir weiter schaufeln. Wo habe ich die? Hier. Ja, sieht schon gut aus. Hier oben muss ich noch was wegnehmen, sonst müsste ich gebückt schaufeln oder gebückt laufen hier rein. Da habe ich auch keine Lust dran. Oh, ein guter, lassen Sie jetzt auch einzeln kommen, die Horden, wa? Habe ich ja schon wieder gefressen jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, von da vorne kann er mir immer noch eine knallen. Aber jetzt knallt er nicht mehr. Und da rannte doch noch einer rum. Dann weiß ich genau. Siehst du, der hüpft da. Ist jetzt schön auf meine Mauer gekommen. Und ist jetzt wieder runtergefallen. Das finde ich gut. Die machen wir doch weg hier, du hier nicht. Komm her. Ist doch kein Problem. So, jetzt noch einmal eins zum Nachbessern. Ja, ist das denn so weit möglich? Der ist ja immer noch nicht tot hier. Aber er strengt sich schon mal schön an. Ich mich übrigens auch. Ja, guck mal, der kann genauso gut auf dem Maul laufen wie ich auch. Der fällt links runter, rechts runter, links runter, rechts runter, ist doch egal. Und den Krabbler auch noch. Mein Gott, wo kommen die alle her? Wir haben noch 95 Pfeile. Das sollte eigentlich reichen. Ja, ja, ist klar. Ist schon klar, Jungchen. Ein Lebensmüden Hirsch haben wir hier auch.
Oh, ist jetzt genug hier. Na gut. Wo ist der Hirsch hin? Ganz bestimmt in das Loch gefallen hier. Oh ne, da kommen immer noch welche, ey. Ja, siehst du, da hinten dreht sich der Hirsch. Ich brauche eine Knarre. Ja. Ja, hüpf, hüpf. Ich nehme derweil mal so ein Ding an hier. Da ist jetzt noch das Mädchen, was mich gerade so ganz liebevoll verprügelt hat. Ja. Dir noch einen die im Bauchnabel geben. Ja, du bist aber schon tot. Na komm, dann stelle ich da direkt daneben. Das war gar nicht mal schlecht. Und wo ist jetzt der Hirsch hier? Da unten steht er rum. Ich lasse den mal erstmal als lebender Fleischvorrat. Ich gehe weiter meinen Eingang in so eine Mine schaufeln. Weil ich mich das erstmal weiterbringt und nicht der Zombie schießt. So, ich will jetzt schwer hoffen, dass wir nicht mehr gestört werden. Aber das hört sich nicht so an. Aber wenn die schon einmal zugange sind, die mit Stören, ne? Dann stören die auch richtig. Wo kommen denn noch welche? Ach, da ist noch einer. Ist ja nur gut, dass kein Dicker dabei war. 50 Schuss für den Dicken, die habe ich einfach nicht übrig. Also wenn die aufstehen, da kann ich machen, was ich will. Ich glaube, da ziehe ich gar keinen Punkt ab. Und Körperschüssen ja eigentlich auch nicht. Weil jetzt kommst du jetzt langsam. Geh mal weiter, damit ich dich auch treffen kann. Wenigstens 50 Kilo zugenommen an meinen Pfeilen. Stecken jetzt alle bei dem im Bauch und im Rücken und in der Seite und in der Hüfte. So, und jetzt ist er tot. Kann ich jetzt in Ruhe jetzt weiter schaufeln gehen oder kommt da unten durch das Wasser immer noch irgendeiner angeschießen? Also momentan sehe ich keinen mehr. Ich gehe den aber auch nicht entgegen. Sieht alles ruhig hier aus. So ruhig wie am ersten Tag. Ne, ich sehe ja keinen mehr. So, für die aus, Feierabend. Und nochmal die 7. Und die nächste Reihe nehmen wir auch noch weg hier von dem Lehmzeugs. Ich glaube, 3 oder 4 Reihen müssen wir wegnehmen. Komplett. Ist schon Mittagszeit durch. Wir sind nur am Schaufeln und am Aufwerten hier. So, eine nehme ich noch weg. Ich will die Höhle 3 hoch, 3 breit haben und Gott weiß wie weit tief. Aber ich weiß noch nicht, ob das alles so klappen wird.
Die Idee wäre ja auch, wenn ich da tiefer gehe, dass ich, falls ich meine Mini tiefer mache, die unter den See zu machen. Weil da kommen meine Zombies auch nicht hin. Aber da muss ich erst noch genau gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau drehe. Jetzt den hier noch. Und dann müssen wir uns die Hacken holen. Dann hacken wir die Hacken. Essen ist hier auch langsam mal wieder, ne? Erstmal nochmal ein Bendy nehmen hier. Hier 64 haben wir jetzt. Ich weiß nicht, arbeitet sich da gerade bei mir eine Ratte durch die Kanalisation oder was ist hier so am Blubbern? 67 von 64 auf 67 ist jetzt nicht ganz so viel, das gebe ich ja gerne zu. Aber wir sind ja auch schon wieder bei 68. 100%, dann können wir hier noch ein bisschen Wasser saufen, Wasser bessern. Und können dann wieder ganz getrost die Arbeit aufnehmen. Jetzt hier nochmal gucken. Ich glaube, hier waren wir noch nicht fertig. Dann wollen wir mit der Hacke hacken. Und die andere Hacke packen wir auch rein. Nee, nicht so, nicht so, Mensch. Ach, ja gut, was soll's. Zack. Der kann auch raus. Die Steine können raus. Das kann raus. Die Vitamine. Das ganze Zeug hier kann raus. Habt ihr hier noch was reingekriegt? Naja, ich weiß es nicht. Ist egal. Ich habe gedacht, ich würde das schon wieder jetzt drauf drücken. So. Wieso ist das denn auch Sand da unten? Um Gottes Willen. Schaufel. Ist das da unten alles noch Sand? Ich glaub's ja nicht. Ich dachte, hier wäre schon der Stein. Also ich habe mir vorgenommen, mich nicht wieder aufzuregen über diese ewige Repariererei. Und eigentlich will ich mich auch nicht mehr aufregen über die Jammerei von Petra. Es kann ja sein, dass das wirklich schwierig ist mit der Schaufelei und mit der Rennerei ohne Ausdauer. Ist klar. Jetzt mal wieder von weiter weg gucken. Ja, bis jetzt sieht es noch halbwegs ordentlich aus. Ja, so kriegen wir auf jeden Fall Erde für unser Feld. Das ist auch nicht schlecht.
Dann sind wieder die langwierigen Arbeiten, die nicht so richtig Freude machen. Wer rennt denn da draußen rum? Na egal, kann ich sowieso nicht sehen. Ich hatte gehofft, hier, Moment, ist mal wieder von weiter weg gucken. Na ja gut, ich denke, da müsste ich rein. Ich hatte gehofft, wir wären hier schon auf dem Stein. Aber ich habe ja vergessen, die haben ja hier bis zu 8 Felder direkt drauf gehäuft auf den Grundstein. In der Wüste natürlich noch mehr. Passt doch schon wieder was nicht hier. Guckt euch das mal an, das geht doch so nicht, ey. So wollen wir das doch nicht so haben. Dann machen wir den da nur weg. So, jetzt noch mal gucken, das ist aber auch wirklich schlecht zu erkennen, finde ich. Da müssen wir einen rein tun und da auch und dann machen wir noch mal ein bisschen mit der Schaufelei. Das wird jetzt auch kein Deut besser gehen, denke ich. Ich schaufel mal da hinten irgendwo runter. Irgendwas muss doch klappen jetzt. Jetzt noch mal gucken. Ach, da wollte ich rein. Ich kann nicht verstehen, wie sowas funktioniert hier mit den Spieleherstellern. Ich weiß nicht, wie die das machen. So. Uhr ist gleich 16 Uhr, dann gibt es wieder eine Pause. Und ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt den ganzen Tag hier verbringen soll oder ob ich lieber noch was anderes mache. Aber ich brauche ja eh Steine. Das heißt, ich muss ja eh, das sieht doch jetzt schon wieder fast halbwegs gut aus. Ja gut, also gut ist was anderes, aber es sieht doch schon mal was aus. Wenn ich jetzt auf den Stein treffen würde, irgendwann wäre ich mir natürlich noch lieber. So, jetzt noch mal gucken.
Das sieht alles irgendwie noch ein bisschen kacke aus. Hier, vor allen Dingen die Seite hier. Da muss ich wohl noch ein bisschen wegnehmen. Und ich wünschte, wir wären am Stein. Ja, komm, dann gehen wir noch ein bisschen. Ne, das geht ja nicht. Ich bin ja da schon wieder zu tief. Ne, da komme ich aber gar nicht raus. Ich liebe sowas. Ich hock mich mal hin. Vielleicht geht das dann. Dann Scheiß geht. Ich habe irgendwie selber zugeschaufelt hier. Dann machen wir den mal weg. Vielleicht klappt das dann wieder ein bisschen besser. So. Das heißt, da hinten müssen wieder ein bisschen Sandlücke reingelegt werden. Erde. Ich bin jetzt zu blöde, so ein Ding hier zu bauen, ey. Hier nochmal raus. Oder auch nicht. Ja, geh doch da hoch, ey. So einmal von weiter weg gucken. Ja, 45 Grad passt wohl, aber alles andere da unten passt mir noch nicht. Und dann, weil die Zombies da rum am Kreischen sind, passt mir auch nicht. Wo kommen sie an? Ach, von da diesmal. Sieht mal wieder so aus, als wenn das der einzige wäre. Aber liebe Leute, ich mache wieder eine kurze Pause. Ich sag mal ciao, ciao und bye bye.